Einen lieben guten Morgen an alle Menschen da draußen, primär an die Brüder und Schwestern und Schwestern und Brüder meiner Seele. Einen kleinen Impuls. Ich hoffe, dass man es lesen kann. Das ist von Xavier Naidoo. Bitte hört nicht auf zu träumen für eine bessere Welt. Das ist ganz wichtig in dieser Zeit, einfach auch seine eigene Schwingung hochzuhalten. Und wir werden immer wieder herausgefordert. Ich muss jetzt gleich lachen. Hier und geprüft, und ich möchte besonders jetzt auf bestimmte Kommentare eingehen. Ich habe gesagt, ich lasse alles stehen, bei mir gibt es keine Zensur. Doch wie Menschen oft umgehen und wie forsch eigentlich oft die Tonart ist, wirft wieder einen Schatten auf die Persönlichkeit. Ich habe hier auch ein Schriftstück angefügt, prüfet alles, das Gute behaltet. Das kann man sich mal durchlesen, auf sich selber wirken lassen. Und liebe Leute, die Zeit der Profilierungen, der Grabenkämpfe, der Meinungsschlachten ist vorbei. Ich bin nicht hier, jemanden zu bekehren oder zu überzeugen. Und ich bin auch nicht hier, es ist meine Energie und mir Zeit, mir zu kostbar, sich mit irgendwen kleinen Scharmützeln da in Grabenkämpfe verwickeln zu lassen. Die Zeit ist zu kostbar. Das ist ganz wichtig zu erkennen, also wann wer sich profilieren möchte oder irgendwie seinen Frust loswerden möchte, dann sollte er sich bitte einen Sparringpartner suchen, der was das ebenfalls will. Ich brauche nicht Dampf ablassen, indem ich da zum Beispiel durch forsche Kommentare irgendwen angreife und durch Aussagen, die was einen Schatten werfen, dass sich diese Person im Grunde genommen noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt hat. Außer über die öffentlich-rechtlichen Medien, das ist eine sehr einseitige Blickweise. Und wenn jetzt ich zum Beispiel einen Politiker ins Raum stehe, ich gehe schon seit über 20 oder 25 Jahren nicht mehr wählen, weil ich für ein neues System bin, nicht für das Parteiensystem. Mir ist es wurscht, welche Schattierung ein Politiker hat, aber auch dort, wenn jemand in einem Parlament einfach so offenkundig die Wahrheit zeigt über PCR-Tests und dann sehen Menschen das und die kommen dann noch immer mit irgendwelchen komischen pseudowissenschaftlichen Studien und der lügt und so weiter, dann ist nicht mehr zu helfen. Also wenn du das vor Augen geführt bekommst und du glaubst nur immer an die, bist noch immer ein Zeuger Coronas oder wie immer, es ist dir dein freies Recht, du darfst das glauben. Ich glaube auch, dass es diese Influenza gibt, natürlich glaube ich dran, ich bin kein Corona-Leugner, das bin ich nicht. Natürlich sind auch mit Corona oder wahrscheinlich ganz, ganz wenig auch an Corona gestorben, auch das bezweifle ich nicht. Genau das Gleiche bezweifle ich auch nicht den Holocaust. Nur die Art und Weise, wie hier der öffentliche Diskurs geführt wird, wirft einen Schatten auf ein totalitäres System. Es gibt in der Wissenschaft immer mehr kritische Stimmen und ein offenes demokratisches System lässt auch diese Stimmen zu Wort kommen, weil eine seriöse Wissenschaft, wenn das Thema Wissenschaft ist, besteht nicht nur aus Hausverstand. Warum haben wir Menschen zwei Gehirnhälften? Logik und Gefühl. Wichtig ist, wenn wir beides einsetzen, Intuition, Spiritualität und Logos, dann führt es zum Ziel. Wenn wir nur auf Logik setzen. Die Wissenschaft, die was rein auf die Logik setzt, ist in der Sackgasse angelangt. Wir brauchen auch die Spiritualität, wir brauchen die Ausgewogenheit. Wenn wer schreibt einen Kommentar, ja, er glaubt nur an die wissenschaftlichen Fakten. Lieber Mitmensch, die wissenschaftlichen Fakten sind offenkundig, man braucht nur forschen und suchen. Und dann empfehle ich, das Trivium anzuwenden. Nicht nur Meinungen und Artikel zu lesen, die was mir gefallen, mir in meiner Verblendung wieder Bestätigung suchen, sondern bin ich wirklich an der Wahrheit interessiert? Das heißt, meine eigenen Denk- und Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen. Ja, sonst drehe ich mich in den Kreis. Und ich komme nicht weiter vom Fleck. Und somit wünsche ich einfach, es können alle Kommentare schreiben. Und mir ist es lieber, es sagt wer ehrlich, ja, du bist ein Trottel oder ein Depp oder ein Lügner oder Betrüger oder wie immer, aus wie die Heuchelei. Ehrlichkeit wäre am längsten. Das schätze ich auch. Und ich versuche auch solchen Menschen einfach dann auch, es ist einfach meine Wesensart, auch
nicht auf ihrem Bewusstseinsniveau zu begegnen, dass ich ebenfalls forsch und ausfallend bin, sondern ich versuche wirklich die Menschen auch zu verstehen und abzuholen. Aber wenn ihr euch in euren Sandkastenspielereien, also gerade diese Kommentatoren, wo man merkt, da geht es nur rein um sinnlose Kritik, aber nicht um konstruktive Kritik, nur um Dampf ablassen, dann mögen sich diese Kombinatoren vielleicht irgendwo in einem Forum, in einer öffentlichen Zeitung streiten. Das ist für mich Kindergarten, dieser Hickhack. Das ist Energieverschwendung. Ich bin gerne bereit, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, habe in meinem Leben schon oft, so oft geirrt und bin schon so oft vermeintlichen Wahrheiten auf den Leim gegangen. Also, ich bin natürlich immer bereit, mich korrigieren zu lassen, dass ich gewisse Dinge vielleicht sehr ja, einäugig sehe, das ist einfach auf einen Unfall von mir beruht, die Augenverletzung, gebe ich auch zu. Dass ich auf gewisse Dinge vielleicht zu forsch oder zu wenig diplomatisch rüberbringe, gebe ich auch zu. Das ist meine Art und Weise. Und ich möchte auch hier transparent sein, nicht nur mit meinem Namen, sondern auch mit meinem Ansatz, wie ich heute halt persönlich mit Dingen umgehe. Und es ist ja so schön, dass wir die Vielfalt haben. Das heißt, wenn dir das gefällt, wenn das für dich auf Resonanz stößt, dann bist du gut aufgehoben. Dann passt es. Wenn du merkst, es spießt, dann hast du die Freiheit wegzudrücken. Und das ist einfach wunderbar. Aber es ist dich auch nicht schön. Ich habe da hinten einen kleinen Garten und es kommt immer wieder ein Hund, der hinterlässt dort seine Häufchen. Aha, da beim blauen Fleck. Das ist auch nicht fein, dass man einfach bei Fremden, sage ich jetzt mal, bei Fremden unter Anführungszeichen YouTubern einfach nur seine Häufchen hinterlässt. Das ist auch nicht fein. Sag jetzt zumindest das Häufchen wegräumen. Das ist wirklich mein Leben in einer Welt. Und dann es sind immer wieder, was ich zum Beispiel auch nicht mag, aus dieser Anonymität heraus mit irgendeinem Pseudonym. Es kassieren, ich bin ein ganz ein kleiner, mini, mini kleiner YouTuber, also so mini, mini klein, dass es gleich nicht geht. Und mittlerweile haben sie YouTuber einfach unter meinen Namen, also mit meinen Namen gängen, die kassieren und tun überall dann ihre Kommentare setzen und so. Die Frage ist, ich rede jetzt nur zu solchen Menschen, hauptsächlich Besseres zu tun. Also öffnet seinen eigenen Kanal und ja, und dann verbreitet es euch eine Wahrheiten oder wie immer. Aber die Zeit für die Grabenkämpfe ist vorbei. Und denken wir alle, wenn wir Streitenergie investieren in was, dann freut sich gerade diese Loge, die was einfach versucht, uns zu spalten. Lassen wir uns nicht spalten. Und bevor man einen Kommentar absetzt, vielleicht kann ich nur den Tipp geben, oft in der Euphorie oder im Zorn oder im Übereifer, sagt man Dinge, die was vielleicht nachher wieder ein bisschen anders sind. Es ist nicht schlecht, vielleicht diesen Kommentar mal zu schreiben und abzuspeichern und vielleicht eine Stunde später nochmal überlegen, soll ich das wirklich tun? Weil für jedes Wort, was ich auch schriftlich und mündlich sage, werde ich Rechenschaft abgeben und ein Gesetz der Ursache und Wirkung. Wenn ich wen zu Unrecht kritisiere, wird das Leben mir antworten und ich werde selber wieder unrechte Kredite erben. Also hüten wir uns davor, einfach hier Unrecht zu tun und bevor man einfach wirklich einen Menschen be- oder verurteilt, wirklich hat, die Gesamtheit zu erkennen. Und somit wünsche ich euch wirklich einen wunderschönen Tag. Und wichtig ist, bitte hört nicht auf zu träumen für eine bessere Welt. Und es kommt eine bessere Welt.